Yo, was geht ab, Leute, und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und heute spielen wir meinen Rang 35 8-Bit in Belagerung. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Video. Wenn das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal und ich bekomme hier auch noch die 10% Meldung. Ganz belastend. Und ihr könnt es hier schon sehen, Leute, am Startscreen. Martin ist dabei, hat auch einen Rang 35 8-Bit. Und Gamehan ist auch dabei, hat auch einen Rang 35 8-Bit. Zu heftig, sagt auf jeden Fall mal Hallo, was geht? Hallo. Hallihallo. Jo Leute, also extrem heftiges Video. Ich habe auch vor, es war eins meiner ersten Videos, habe ich ein Video gemacht, wie ich 8-Bit auf Rang 35 gepusht habe und meine krassen Replays gezeigt. Das werde ich auf jeden Fall auch mal in der Infobox verlinken. Checkt das gerne aus, wenn ihr das nicht gesehen habt. Also zu heftig auch. Und ja Leute, wir haben auf jeden Fall auch vorher noch ein Instagram-Bild gepostet mit dem Screenshot. Sieht einfach zu nice aus. Also ich werde auch auf jeden Fall mein Instagram verlinken, das Instagram von Martin und noch den Instagram-Account von GameRun. Checkt das auf jeden Fall auch gerne aus, Leute. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Video. Werden auf jeden Fall in Belagerung spielen. Leider können wir nicht zu dritt spielen mit unserem Rang 35 8-Bits. Das wäre natürlich zu heftig. Was sagt ihr? Das wäre zu krank, oder? Wäre auf jeden Fall zu lustig. Ja, dreimal Rang 35 8-Bit. Ja, das wäre extrem heftig. Das stimmt auf jeden Fall. Aber Leute, ich würde sagen, wir changen hier die Star Power, weil wir in Belagerung spielen und Martin wählt jetzt hier die gute Opipa aus, Leute. Alle mal Hashtag Opipa in die Kommentare. Let's go. Und GameRun Penny. Okay, Leute, ich würde sagen, ich will auf jeden Fall auch kurz mal mein Ladekabel schließen. Nehmen kurz mal mein iPad an, das auch hier geladen wird. Machen wir es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, perfekt, iPad lädt jetzt hoffentlich. Wir sehen uns auf jeden Fall, Leute, jetzt im ersten Game. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt im ersten Game. Wir spielen gegen Colt, Pam und was noch? Jesse. Colt, Pam, Jesse, okay. Ist eine ganz solide Comp. Colt spielt hier auf jeden Fall Lane. Oh, nice. Sehr guter Start. Können wir hier noch die Pam downchippen? Sehr schön, Martin. Let's go, Leute. Mein Kill. Michael? Nein, mein Kill. Ah, okay, mein Killer, hab gedacht. Okay. Nice, Leute, nice. Ja, die kommen gerade gar nicht mehr durch. Ja, wie gesagt, kommentiert auch gerne mal, was euer höchster Brawler ist. Also, was euer Trophäenrekord ist mit eurem höchsten Brawler. Mein ist aktuell 8-Bit. Ich hatte ihn, glaube ich, auf 1251 Trophäen oder 52 Trophäen und Rang 35. Wir hätten eigentlich One pushen können sogar. Ja, ist okay, Leute. Ist okay, wir spielen hier auf Safe. Wir wollen auf jeden Fall in dem Video kein Game verlieren. Das ist auf jeden Fall das Ziel für das Video heute. Oder eigentlich für jedes Video. Immer erster Platz werden in Solo Duo Showdown, beziehungsweise jedes Game gewinnen in 3 vs 3. Mal schauen, wie wir es schaffen können. Was sagt ihr, Leute? Was möglich? Wir müssen jetzt nur mal kurz aufpassen. Es kann. Oh, es ist unentschieden geworden. Krass. Die haben echt noch einen Unentschieden rausgeholt. Nur noch Pam ist da. Ja, nur noch Pam ist da, stimmt. Colt kommt wieder. Kann ich den Colt weglasern? Na, Colt macht es gut. Nein, 800 HP. Okay, 800 HP. Wir bekommen auf jeden Fall die Belagerung nicht, aber ist okay. Ja, ich finish das. Okay, Martin will das finishen, okay. Okay, Mann, du kannst auch einen Mortar in die Mitte werfen. Okay, sehr gut, wir bekommen sogar vielleicht die Belagerung, lol. Oder doch nicht. Aha, bro. Oder, egal, Leute. Wir werden die Belagerung bekommen. Ja, die Belagerung sind wir drin. Vielleicht doch nicht. OMG, Leute, wir wurden weggelasert. Kannst du finishen, Martin? Jo. Okay, Leute, Martin musste hier finishen. Wenn er nicht gefinisht hätte, wäre es nochmal sehr, sehr close geworden. Aber Leute, das erste Game haben wir hier gewonnen. Sehr, sehr nice, ich würde sagen. Wir gehen auf jeden Fall direkt ins zweite Game. Werden es auch nicht rauskarten, das Matchmaking, weil wir jetzt schon drin sind. Perfekter Übergang, Leute. Wir spielen gegen B, Penny und Ems. Auch eine relativ starke Comp. Bia ist Midlane, sehr stark auf der Map. Wie Piper. Okay, perfekt. Ems ist auf jeden Fall in meiner Lane. Ich habe ein relativ gutes Matchup gegen Ems. Wenn ich gut Range halte. Okay, schade. Okay. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal verteidigen. Lass mal hier den Board verteidigen. Beast down gegangen. Nice. Es ist auch down gegangen, sehr gut. Okay, wir müssen den Board aber noch kurz defenden hier.
Okay. Oh nein, die Bier ist toxisch und die macht die Station kaputt. Ich habe Lex. Okay, ich hab okay, gewonnen. Belassen. Ah, ich bin down. Glaubst du, ich kann die zwei Schrauben bekommen? Okay, ich bekomme ja, die zwei Schrauben, nice. Okay, sehr gut. Okay, okay. Sprung geht nicht, Mann. Okay. Ja. Okay, wir müssen nochmal verteidigen. Okay, okay. Nicht der perfekte Start ins Game. Ems rechts außen. Okay, okay. Ja. Ich kann nicht gegen die Ems machen. Aber gut, wir. Oder stark. Stark verteidigt. Ja, wir haben es gut verteidigt. Die lebt aber noch. Die. Oh, B hat auch super Schuss. Okay, Beatdown. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Okay. Ems habe ich auch noch. Okay, perfekt. Wir haben Mid-Control, Leute. Wir haben, jetzt haben wir endlich mal Kontrolle. Sehr, sehr wichtig. Sehr gut. B hat dicken Hit. Ja, B hat keinen dicken Hit mehr. Okay, okay, Leute. Sehr, sehr gut. Wir hatten echt die ersten zwei Roboter echt Probleme. Und jetzt werden wir einen sehr, sehr fetten Roboter bekommen. Okay, wir bekommen den. Oh, alle drei. Okay, nice, sehr gut, okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall finishen. Ja, wir müssen uns auch vereinen mit dem Finishen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das sieht gut aus, Leute. Ja, ich glaube, wir. Ja, nice. Wir gewinnen sogar zu 100%. Nice, Leute. Wir haben auf jeden Fall gefinished. Die ersten zwei Roboter, da hatten wir klein bisschen Probleme, aber wenigstens konnten wir ein paar Schrauben sammeln. Auf jeden Fall ist das zweite Game gewonnen. Ich würde sagen, weiter geht es. Wir gehen gleich ins nächste Game bereit. Und ja, perfekt. Wir sind auch im nächsten Game jetzt zu spielen gegen Brock, Jesse und Ems. Okay, auch wieder eine sehr, sehr, ja, fast dieselbe Comp eigentlich. Fast dieselbe Comp. Also, zumindest wieder jemand spielt Ems, alles klar. Okay. Okay, okay. Die bekommen ja den ersten Roboter. Hm, oh, ja, bekommen sie wieder. Okay. Hm, okay, Chess ist down gegangen. Sehr, sehr wichtig, Leute. Sehr, sehr wichtig. Ja, Brock haut leider eine relativ gute Ulti raus und er überlebt. No. Nein, er ist down. Okay, er ist down. Sehr, sehr wichtig. Oh no, die Ems da drin gecampt. Okay, okay. Okay, okay, Leute. Ems habe ich. Okay. Sieht aktuell trotzdem nicht allzu clean aus gerade so. Gebrock ist down. Sehr Lashy gut. Down. Wir haben alle gekillt. Wir werden mal, bekommen wir einen Roboter? Ja. Ja, okay, wir werden ihn bekommen. Ja. Ist gut. Knapp. Ja, close one, close one. Und über wir leben alle noch sehr gut. Vorsicht, Brock. Nice. Jetzt sind erst später. Brock down. Ja. Wir können mal nicht finishen. Geh raus, geh raus. Nein, aber wir können gut damagen. Ja, wir müssen auf Kontrolle spielen. Gut. Ems, okay, sehr gut. Wir sollten einen Roboter bekommen. Sehr nice. Sehr schön, Leute. Ja, let's go, let's go. Perfekt. Ja, perfekt, Leute, perfekt. Okay. Sehr, sehr gut. Wir bekommen den letzten Roboter hier wieder. Und damit sollten wir auf jeden Fall jetzt hier safe gewinnen. Wir fühlen ja aktuell auch vom Schaden her. Also. Aber ich glaube, wir probieren hier auf jeden Fall auch zu finishen, oder? Was sagt ihr? Ja, natürlich. Okay, perfekt. Ja, wir finishen, Leute. Sehr, sehr nice. Let's go, Leute. Drittes Game gewonnen. Drei Games in Folge gewonnen. Okay, die waren sogar relativ hoch. Also über 750. Wer ist bei uns aktuell in der Lobby der höchste? Okay, Martin. Ja, ist Martin mit 713. Also eindeutig. Ja, fast nur Pokale. Höher waren die Gegner. Aber okay, Leute. Weiter geht es. Wir werden auf jeden Fall noch ein viertes Game machen. Mal schauen, wie es läuft. Okay, Matchmaking Pro Clan Mission. Nein, es ist zu Ende. Ich habe keine Kontrolle bekommen. Okay, Leute. Ja, gut. Das Game haben wir leider verloren. GG's auf jeden Fall.
Ich weiß nicht genau, was das Problem war. Die, obwohl die eine. Nee, die haben am Anfang die Control gewonnen, das war das Problem. Ja, die hatten eine echt krasse Control. Mit Pam und Penny irgendwie. Die ganze Zeit Pennymore, die ganze Zeit. Die Tür wird von Pam am Start. Hatte die Pam die Schaden-Star-Power oder. Nee, hier. Okay, hier, okay. Schade, Leute. Okay, aber wie gesagt, der Loose bleibt mal hier im Video drin. Kann ja mal passieren, Leute. Kann mal passieren. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall jetzt noch. Wie viele Games noch? Ich würde sagen, wir machen noch zwei Games, Leute. Wir machen zwei Games und wir das Video auf jeden Fall noch klein bisschen länger. Ich denke mal, das feiert ihr auch mal. Klein bisschen länger in den Videos. Das letzte Video war relativ kurz. Beziehungsweise mit Landi. Es ging circa 10 Minuten so. Wir machen immer ein Video, was so fast 20 Minuten geht. Beziehungsweise so 17, 18 Minuten. Ich denke mal, das ist auch mal ganz cool. Und spielt auf jeden Fall. Jemand heißt El Primo, Leute. Und da spielt Mortis. Also erstmal, Leute, El Primo sich zu nennen. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Und dann auch noch Mortis spielen in Belagerung. Das sind Statements, Leute. Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Also ich kann es auf jeden Fall nicht empfehlen, Leute. Ich kann sowas sonst auf jeden Fall kommt nicht der Marvin. Empfehlen. Also wenn Marvin das sehen würde, ja. Oh Mann, der Spieler würde perma gebannt werden. Aber okay, Leute, aber okay. Okay, schade. Die Ems geht down. Ach, ich bin auch down gegangen. Ich hab da zu aggressiv gespielt. Mortis ist down. Okay, sehr gut. Sehr gut. Wir bekommen auf jeden Fall die Belagerung. Sehr nice. Und die haben. Du wirst down gehen, Martin, oder? Ja, okay, Martin geht down. Ja, Martin ist gut down. OMG, der Mortis hat mich nicht bekommen. Let's go. Die Ems. Ja, gut, Ems ist down gegangen. Perfekt. Dadurch bekommen wir noch eine weitere Schraube. Ich glaube, in dem Push können wir nicht One pushen, ich sollte lieber auf Kontrolle spielen. Schade. OMG, ja, Mortis. Beide down. Lol. War durch den Crowd ziemlich low. Der hat das nicht schlecht gemacht. Okay. Wir müssen auf jeden Fall. Mortis ist ziemlich low. Mortis ist down. Okay, bekommen. Okay, sehr wichtig. Wir haben den Bot. Sehr, sehr gut. Let's go, Leute. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt, wer dieser El Primo ist, weil ich kenne jemanden, einen YouTuber. Da muss ich mal ein Video El Primo nennen. Also wenn es ein guter Automax ist, beziehungsweise Automax, wäre das so lustig. Komm, Mann, wir finishen. Let's go, wir schauen auf jeden Fall mal das Profil an. Ist das Automax bzw. Automax? Ich glaube nicht, dass er Mortis so hoch hat. Warte mal. Nein, ist er nicht. Okay, aber ich kann es euch zeigen, Leute. Bei Freunden. Kann ich kurz mal sagen, ich denke, er ist immer noch El Primo. Ja, genau, Leute. Und Automax streamt auch gerade. Deswegen, Grüße gehen auf jeden Fall raus an Automax. GG's auf jeden Fall. Okay, Leute, ich würde sagen, weiter geht es. Wir werden auf jeden Fall jetzt noch. Ja, wir machen auf jeden Fall noch ein Game. Das Video ist so fast 20 Minuten lang, das wäre perfekt. Leute, let's go. Machen wir noch ein Spiel. Hoffentlich können wir es gewinnen. Dann haben wir 4 Wins und nur eine Niederlage. Schon mal ein besseres Verhältnis. Und wir spielen jetzt hier gegen Brock, Sandy und Crow. Auch eine sehr gute Kombi eigentlich für die Map. Auf jeden Fall Sandy, wenn die Ult bekommt, kann sehr, sehr krassen. Wie nennt man das? Mir fällt gerade das Wort. Ja, gute Kontrolle. Ja, gute Kontrolle bekommen. Wir haben halt gar keine Ahnung, wo die Gegner sind. Aber okay, ist sie gut aus, sie soll den ersten Block bekommen. Ja, die Sandy muss halt erstmal reinkommen, um Kontrolle aufzubauen. Der Crow campt hier so, der möchte mich hier die ganze Zeit hitten. Krass. Sandy down. Okay. Mach den Mortar nicht direkt kaputt. Weil. Okay, wir gehen auf jeden Fall raus. Wir haben ganz gut Schaden gemacht. Nice. Brock hat Ulti, wir müssen aufpassen. Ja, Brock Ult wird ein bisschen nervig. Ja, wurde es auch. Okay. Nice, ich glaube. Nur noch. Wow, ja, wir müssen aufpassen. Der kriegt ja viel Spaß.
Egal, das können wir. Das ist eventuell sogar. Na, ich glaube, es wird ein Unentschieden. Ja. Es wird ein Ja. Unentschieden, Grau kann aber jumpen. Okay, lol. Okay, ich Ja. respawne wieder. Brock haut eine Ulti raus, aber das sieht. Ah, oh, nein, das sieht gar nicht so. Rock Oh, down. das Sandy liegt. Okay. Schau, ob ich gut. Okay, sehr gut. Ja, das haben wir gewonnen. Okay, ja, okay. Sieht gut aus, Leute, sieht gut aus. In 20 Sekunden. Aber der 8-Bit macht echt viel Schaden. Also, ich habe 8-Bit schon eine längere Zeit nicht mehr gespielt. Sieht man wahrscheinlich auch an den Trophäen. Haben ja aktuell nur auf 650 jetzt circa. Aber 8-Bit macht immer noch so viel Schaden. Das ist echt krass. Das ist echt krass, Leute. Und ja, Leute, wir bekommen Auf einen jeden Fall sehen wir 20er-Board. beides bei. Und damit denke ich mal, ist es GG's. Ich glaube nicht, dass sie ein 20er-Board irgendwie verteidigen können. Sie wollen jetzt Kleinigkeiten Nee, Schaden die machen, haben das bringt versucht ihnen uns auch zu nichts. Sie verschrecken. geben sozusagen auf, Leute. Und ja, Leute, GG's auf jeden Fall. Sehr, sehr nice Video. Viermal geworden, stimmt's? Wir können ja mal kurz noch. Können noch mal kurz nachschauen. Genau, wir haben zweimal gewonnen, dann einmal verloren und davor auch zweimal gewonnen. Geht auf jeden Fall klar. Viermal gewonnen, einmal verloren. Ist noch eine sehr, sehr gute Win-Lose-Rate auf jeden Fall. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Checkt auf jeden Fall gerne Martin und GameHan auf Instagram ab. Liked auf jeden Fall auch gerne mein Bild, werde ich auch verlinken. Und checkt auf jeden Fall auch gerne das Video noch aus, wo ich ein Video gemacht habe, wo ich 8-Bit auf Rang 35 gepusht habe. War ein extrem krasses Video, haben noch nicht so viele gesehen, weil es wirklich eins meiner ersten Videos war. Werde ich jetzt hier in der Endcard verlinken, beziehungsweise auch ja, in meiner Videobeschreibung. Also macht es auf jeden Fall gerne. Und ja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch einen Daumen oben da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, ich bin raus. Bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein. Ciao.